erste Nacht im Bauhaus ist vorüber. Es war erfrischend kalt. Also im Gesicht so. Das war echt so kalt, dass ich mich hinterher entschlossen habe, hier dieses dicke Deckchen hier noch zu nehmen. Was ich erst gar nicht wollte. Aber es war doch tatsächlich kalt. Weil die ganze Zeit kommt von hier zur Tür so ein kleines Lüftchen durch. Und das ist dann schon frisch, wenn man da liegt und schläft. Dann wollte ich einen Timelapse von der Sonne machen, wie sie hier schön aufgeht. Allerdings ging dann der Akku leer und die konnte ich nicht aufladen, weil wir hier nur einen Lichtschalter haben und keine Steckdose. Ja, das ist ein bisschen doof und ja, jetzt würde ich sagen, wird gefrühstückt und dann wollten wir Kanu fahren. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das mit der Kamera regel, weil letztes Mal, als ich Kanu fahren war, habe ich meine Kamera verloren. Ja, und deswegen mal gucken, ob ich sie irgendwo am Rand stehen lasse und vielleicht einen Timelapse mache oder auch nicht. Oder ja, mal sehen. Weil wir wollten heute tatsächlich den ganzen Tag am See verbringen und dann abends wieder hier hin und essen und fertig. That's the plan for today. Ah, der Urlaub wirkt. Der Urlaub wirkt. Ja, jetzt geht's erstmal auf zum Kanufahren. Bisschen doof ist, in dem Baumhaus, da gibt es zwar Strom, aber kein Ladegerät. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich dieses Gerät hier mitgenommen habe. So ein dreifach USB-Ladegerät fürs Auto. Wir haben zwar hier oben auch einen USB-Anschluss, aber so ein Dreier-Turbolader, das bringt's. Ja, damit lade ich jetzt ein bisschen die Kamera auf, während wir zum Kanu fahren. Und ich hoffe, das reicht den Rest des Tages dann. Au, au. Da sind wir an dem See und ich glaube, wir sind tatsächlich die Einzigen hier. Nichts los. Gucken wir mal. Ja, ganz allein. Dann gucken wir mal, wo das Boot ist. So, nicht mehr gewohnt, über Steine zu laufen. So, so barfuß. Das tut voll weh. Ja, dann machen wir mal einen kleinen Boat-Trip. Und gucken wir mal ein bisschen. Caro entsorgt noch so ein bisschen die Kleintiere, die da drin sind. Und dann geht's los. So, das war mal eine richtig fette Kanu-Tour, die wir gemacht haben. Wir sind von da hinten nach hier vorne gefahren, dann zurück zum Ufer und dann haben wir entschieden, wir gehen baden und zwar hier. Da ist aber alles voll Kies und eigentlich kein guter Punkt zum Einsteigen, weil da überhaupt keine Leiter oder sowas ist. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir fahren hoch zum Bergsee, wo wir gestern waren. Der ist nämlich extrem nice und unter der Woche komplett frei. Und der liegt mitten im Wald und da ist es nicht so windig wie hier und da hat man nicht so einen krassen Wellengang. Aber wir haben auch kein Boot da, also müssen wir schwimmen. Ist doch auch was Schönes. So, also wir sehen uns wieder am Bergsee. So, da sind wir. Ganz allein. Dann nehmen wir mal ein Bad. Das ist auf jeden Fall eines der gechilltesten Orte überhaupt, die ich kenne. Das ist so mega geil hier. Ich meine, hört mal. Nix. Hier ist seit etwa 3-4 Stunden nicht ein Mensch gewesen, außer wir. Und wir waren schon ein paar Mal schwimmen. Ist ein bisschen kalt, aber erträglich. Und ja, wir verweilen jetzt hier noch ein bisschen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir gleich irgendwie was essen. Wäre mal ganz gut. Irgendwann kriegt man ja doch Hunger. Naja. Dann bis gleich.
das war's schon. Heute nicht ganz so spannend für euch vielleicht, aber für uns umso mehr, weil wir konnten mal so richtig schön chillen. Jetzt geht's nur noch Zähne putzen, dann morgen früh fahren wir nach Karlstadt. Da gucken wir das Spiel Schweden gegen die Schweiz, glaube ich. Public Viewing wollten wir uns da reinziehen. Und danach geht's instant weiter nach Örebro. Und da wollen wir mal schauen, da haben wir ein richtig nices Hotel. Nicht so ein Baumhaus wie hier, aber auch was Nices. Eigentlich ein Standardhotel, nur cool und teuer. Boah, wenn man Urlaub hat, dann wird die Kehle hier immer fetter. Ja. So, das war's für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder morgen beim nächsten Video. Haut rein, bis dahin. Ciao!